So, moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Runde bei mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es ein etwas kürzeres Video, zumindest versuche ich es etwas kürzer zu halten. In den letzten Videos, die letzten beiden vor allem, waren ja doch sehr theoretisch und ein bisschen mit Hintergrundwissen versehen. Bei dem Mundstück-Video, ich weiß, 20 Minuten für Mundstück sind hart, ne? Aber ich wollte tatsächlich einfach nur mal meine Kritik richtig dahingehend erklären, einfach auch mit Hintergrundwissen und Fakten bestücken, damit es nicht heißt, der hatet nur sinnlos rum. Ne? Das war eigentlich so der einzige Grund, warum das Teil relativ lang geworden ist. Entschuldigung dafür. Ich versuche mich diesmal etwas kürzer zu halten. Und zwar geht es heute um den Squeeze Number 9 von Sapphire in Kooperation mit Hookah Squeeze, soweit ich das mit rausgehört habe. Beziehungsweise in Kooperation ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber der Entwurf zu diesem Kopf kommt von Hookah Squeeze. Also nach deren Designvorstellung ist das Ganze gefertigt worden. Ja? Ich habe hier zwei Exemplare hier. Hookah Squeeze ist natürlich für Pasten und so weiter bekannt. Ich will den natürlich, habe den mit einer Paste schon einmal probiert, will ihn heute mal im Overpacking probieren, wie das Ganze da so läuft. Das ganze Teil ist natürlich inspiriert worden vom Number 5, darum heißt das Ganze hier auch Number 9. Soll im Endeffekt optimierte Eigenschaften mitbringen. So, bevor wir aber da jetzt lang weitermachen, zeige ich euch erstmal so einen kleinen Ausschnitt, damit ihr euch unter dem Produkt überhaupt was vorstellen könnt. Und bitteschön. Damit habt ihr schon mal eine generelle Vorstellung von dem Kopf. Die Qualität ist Sapphire gewohnt, würde ich sagen. Schön glasiert. Ich habe den hier einmal in Blau und Weiß, also den Bayernfarben. Sehr, sehr schön, Max, dass du daran gedacht hast. Und natürlich einmal noch fürs Metalherz in Schwarz. Beim Schwarzen, finde ich, erkennt man es hier auf der Aufnahme etwas besser. Darum werde ich mich hier für die Erklärungen an dem Kopf bedienen. Prinzipiell sind wir hier natürlich beim Aufbau ähnlich dem Number 5. Allerdings wurde hier der Rand verbreitert und die Steigung innen drin verändert. Das heißt, alles ist etwas näher zusammengerutscht, ist aber trotzdem noch mit dem Lotus und so weiter gut rauchbar. Also im oberen Durchmesser hat sich wohl nicht viel verändert. Prinzipiell ist dieses Teil hier in der Mitte, ich sag mal so, dieses alte Vortex-Prinzip. Wir haben einen Knubbel, damit keine Molasse von oben durchtropft. Und seitlich daran haben wir dann die Löcher. Das heißt, wenn wir jetzt ziehen, ziehen wir durch die Löcher der Alufolie, durch den Tabak, genau hier seitlich rein, ohne dass uns Molasse flöten geht. Das heißt, sehr, sehr lange bleibt es im Kopf und sehr, sehr lange können wir die Molasse dementsprechend auch nutzen. Alles, was nach unten fließt, ist für uns verloren. Prinzipiell also, was ergibt sich durch diese breite Steigung? Hilfe, da war irgendein Viech. Was ergibt sich durch diese breite Steigung? Zum einen ist das Ding natürlich für Pasten und so weiter deutlich besser geeignet, weil wir hier direkt an diesem Rand vorbeiziehen. Ne? Wenn wir hier den Rand mit Paste eingestrichen haben, zieht das Ganze hier schön dran vorbei und auch unten und es vergeht nicht so viel ungenutzt im Endeffekt vorbei, damit wir nicht so viel Hitze draufballern müssen. Auch beim Tabak haben wir ein ähnliches Prinzip. Das Ganze ist etwas kompakter, nicht so weitläufig, das ganze Ding wird sparsamer. Und durch diesen breiten Rand, den wir hier haben, der ist jetzt hier tatsächlich sehr, sehr breit, das erinnert mich momentan so etwas an den Rand von Genie Easy OP, könnten wir die Hitze sehr, sehr gut regulieren. Das heißt, wir können viel direkte Hitze geben, wenn wir sie komplett in die Mitte auf den Tabak klatschen, oder wir legen die Kohlen etwas weiter auf den Rand
und arbeiten damit eher mit indirekter Hitze. Die indirekte Hitze geht hier allerdings etwas verloren, da wir hier natürlich nach außen relativ viel mit ausleiten. Und hier ist das Ganze so ein, ich sag mal, eingedelltes Prinzip. Stellt euch eine gerade Fläche vor und dann zieht sich das Ganze einfach wie so einmal nach innen durch. Dann habt ihr in der Mitte drin noch einen kleinen Hohlraum, der mit Luft gefüllt ist. Der ist ganz natürlich wieder abgefüllt. Die Möglichkeiten haben wir also. Zur Hitzeregulierung ist der natürlich hier mit diesem breiten Rand prädestiniert. Darum will ich das Ganze auch im Overpacking testen. Sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir persönlich schon mal richtig, richtig gut. Und auch von der Füllmenge her, denke ich mal, sind wir hier bei einem schönen OP bei 15 bis 20 Gramm. Ich denke mal, da fällt kein Bein aus. Das ist eine Zahl, mit der eigentlich die meisten sehr, sehr gut leben können. Was mir auch hier wieder sehr, sehr positiv auffällt, ist die Glasur. Glasierte Köpfe sind natürlich für die Hitzeleitung, für das Overpacking und so weiter sehr, sehr gut geeignet. Hier die Glasur ist dafür gewohnt durchgängig wirklich gut am Kopf. Wir haben hier auch keinerlei irgendwelche Fehler, Macken, Bröckchen oder sonst was. Also die sehen wirklich top aus. Auch die gesprenkelten Sachen sehen richtig, richtig gut aus. Und es hält einfach wunderbar. Also man fasst das Ganze an und fühlt das Ganze gleich sehr, sehr wertig. Verwendet wurde hier wieder der rötliche Sapphire-Ton. Wieder etwas grob. Was mir persönlich nicht so gefällt, ist, dass hier unten wieder eine Stufe abgesetzt ist. Mit dem, dass wir hier kleine Löcher innen drin haben und hier diese Vertiefung, sage ich mal, wo sich Wasser einfach sammeln kann, läuft es dann dementsprechend beim Putzen nicht so ganz aus. Vom Handling her allerdings, wie gesagt, mit diesem Ton sollte das Ganze sehr, sehr problemlos möglich sein. Insgesamt würde ich also sagen, ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich baue mal schnell im Schnellverfahren ein Köpfchen. Geraucht wird natürlich, wie war es anders zu erwarten, Flory Joghurt vom PX1 auf Dark Blend. Wie gesagt, gebt dem Tabak ganz, ganz wenig Hitze. Der braucht gar nicht so viel und darum eignet sich das einfach auch so genial mit diesem breiten Rand, damit wir da hier wirklich mal spielen und regulieren können. Und ich würde sagen, ich bin gespannt, probieren wir es einfach mal. Bis gleich, Freunde. So Leute, das Köpfchen haben wir gebaut. Jetzt geht's mal ans Rauchen, wie sich das Ganze beim Rauchen so verhält. Ich muss sagen, zum Bauen war das eigentlich sehr, sehr easy. Auch die Kohlen kann ich hier richtig weit außen ablegen. Ich arbeite momentan quasi jetzt nur über diese etwas abgeschwächte indirekte Hitze. Kommt doch noch nicht so viel, aber der Geschmack kommt schon durch. Ne? Jetzt geben wir die mal ein bisschen mehr direkte Hitze. Guter Zug. Geht schon mehr.
prinzipiell kann ich sagen, was mir jetzt als allererstes auffällt, das zieht sich sehr, sehr, sehr leicht. Also für ein Overpacking, und ich habe jetzt wirklich nicht wenig genommen, habe das auch ordentlich komprimiert. Der Darkblend mag es so oder so etwas fluffiger. Es zieht sich einfach unfassbar leicht. Also ich habe jetzt hier nicht nochmal irgendwie nachgestochen in die Löcher oder so, sondern tatsächlich einfach nur Volllochen bis auf den Mittelteil. Und es zieht sich einfach wirklich super leicht. Also gefällt mir soweit schon mal richtig, richtig gut. Der braucht fast noch etwas mehr Hitze. Ich schieb noch einmal ein Stückle rein. Wir hatten die bis jetzt so ein Viertel auf dem Tabak. Jetzt nehmen wir mal ungefähr die Hälfte. Jetzt geht schon nochmal deutlich mehr. Also man sieht das sehr, sehr gut, finde ich. Wie schön man hier eigentlich mit der Hitze spielen kann. Ich habe die Kohlen zur Hälfte auf dem Tabak und das reicht schon völlig aus. Ich kann die jetzt noch weiter rausnehmen, wenn er weniger Hitze braucht. Habe hier noch ungefähr eine halbe Kohlenlänge Platz. Man kann wirklich eine Kohle außen auf dem Rand deponieren. Das ist nochmal ein Stückchen größer als beim Easy OP. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch der gesamte Vortex-Aufbau gefällt mir sehr, sehr gut, da wir einfach durch die kompletten Tabakschichten im Endeffekt durchziehen und im Endeffekt keinen Leerzug dabei haben. Also auch hier eine sehr, sehr schöne Design-Idee einfach mit der Funktionalität gekoppelt. Und vom Verbrauch her fand ich es jetzt wirklich nur dramatisch. Es sieht zwar immer viel aus, wenn man das aus so einer großen Dose rausnimmt, aber es ist tatsächlich hier irgendwo bei 20 Gramm, denke ich mal, werden wir uns befinden bei einem schönen OP. Und das ist eine Menge, mit der man beim OP für so einen großen Kopf mit der Auflagefläche einfach wirklich gut arbeiten kann. Was kann ich ansonsten noch dazu sagen? Der Kopf kostet 14,90 Euro und bietet im Endeffekt die gewohnte Sapphire-Qualität. Ich muss sagen, ich mag die Sapphire-Köpfe sehr. Die sind von der Hitzeleitung und dem kompletten Tonaufbau mit diesem rötlichen Ton sehr, sehr direkt, mit wenig Puffer dazwischen, was mir für Overpacking und so weiter natürlich gut gefällt. Und auch die Diversität, für den man den Kopf einfach wirklich hernehmen kann, für das, was er gedacht ist, ist klasse. Man kann ihn mit Lotus rauchen, man kann ihn mit Alufolie rauchen, man kann Paste drin rauchen, normalen Tabakgemisch. Man kann ihn auf Abstand rauchen, denn dafür ist er auch tief genug. Man kann ihn aber auch locker, ohne Tabak zu verschwenden, im Endeffekt im Overpacking rauchen. Für mich ist das ein richtig schöner Allround-Kopf. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und preislich finde ich den auch wieder mehr als fair angesiedelt. Ja, der braucht noch ein bisschen, bis er auf Temperatur kommt. Also von der Temperaturentwicklung her muss man relativ stark über die direkte Hitze gehen. Aber das ist vom kompletten Aufbau her im Endeffekt mit vorgegeben. Auch durch das tiefe Depot bedingt. Aber ich muss sagen, so als gesamtes Fazit finde ich den Kopf klasse. Ist nicht teuer, hat eine hervorragende Qualität, sieht super aus und ist funktional in alle Richtungen. Und damit würde ich dafür auch einfach eine komplette Kaufempfehlung aussprechen. Es wird definitiv einer meiner Lieblingsköpfe werden. Ich freue mich jetzt schon drauf, mit dem hier mal ein paar komplexe Tabaksorten durchzutesten, weil man einfach hier mit der Hitze so schön spielen kann, was mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht. Damit würde ich sagen, bin ich auch raus und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Freunde.